ihr eigentlich Cy Rusher? Nee, ich bisher auch nicht, aber nach dem ausgiebigen Test dieses Modells hier, des Komodas, muss ich sagen, gut, dass ich es nun kenne. Denn dieses 20 Zoll Tiefeinsteiger-E-Bike macht eine Menge Spaß und bringt ein paar tolle Features mit. Alles weitere dazu gibt es jetzt im Review. Los geht's! Hier sehen wir das Komoda von Cy Rusher in der Farbe Weiß. Alternativ lässt es sich da auch deutlich bunter treiben. Orange, Blau oder Grau sind ebenfalls erhältlich. Immer in Kombination mit Schwarz und immer auch gleichzeitig als Farbe für die Felgen. Die bei mir hier in Weiß sind, das sind dann mitunter ziemlich abgefahrene Kombinationen, die daraus entstehen können. Und das gilt für das gesamte Komoda, für den optischen Ersteindruck, egal in welcher Farbe. Denn wo soll man hier anfangen? Das Bike bietet so viele nicht nur optische Highlights auf den ersten Blick oder zumindest Hingucker, da ist es schwierig, mal ruhig sachlich etwas Struktur reinzubringen, aber lasst es uns versuchen und gewohnt mit der Optik beginnen bzw. weitermachen. Das Cy Rusher ist ein Tiefeinsteiger auf 20 Zoll Fettreifen. Das spricht zunächst einmal für Komfort, denn der Rahmen ist wirklich auch tief ausgeschnitten und ermöglicht bequemes Auf- und Absteigen. Die Räder mit einer Breite von gut 10 cm stehen ebenfalls unter anderem für Komfort, denn so dicke Reifen federn natürlich einiges an Schlägen von unten weg. Auf der anderen Seite sind die mit ihrem dicken Profil natürlich auch perfekt für unwegsames Gelände und bieten dort, sowie in vielerlei Wettersituationen, auch bei schwierigen Bodenverhältnissen eine gute Traktion. Und in welche Richtung soll es denn jetzt gehen? Gelände, Komfort? So ein bisschen beides, würde ich sagen. Denn machen wir mal weiter. Der Sattel ist ebenfalls ziemlich gemütlich, hat auch nochmal einen Belüftungseinsatz mittig platziert und spricht ebenfalls ja für gemütliches Cruisen. Dann aber wieder Komfort sowie Offroad kombiniert. Das Komoda ist voll gefedert. In der Front zieht die fette Federgabel die Blicke auf sich. Das sieht schon ja fast so ein bisschen nach Motorrad aus. Und die beginnt auch nicht erst weit unten, sondern kurz nach dem Lenker läuft er so parallel nach unten. Und die sieht eben nicht nur gut oder auffällig aus, die bringt, so viel kann ich vor dem eigentlichen Fahrtest schon mal vorwegnehmen, bevor wir dazu kommen, die bringt einiges an Komfort mit und bietet einen langen, tiefen Federweg, 110 mm, wenn ihr es genau wissen wollt, und da lässt sich die Spannung und damit die Härte auch nochmal verstellen. Natürlich sollte man das zu weich finden, das ist dann auch immer sehr praktisch. Gleichzeitig wippt es auch in der Mitte, denn auch da werden wir durch eine Federung vor allzu harten Stößen abgeschirmt. Auch hier optisch ja richtig hervorgehoben und auch hier muss ich sagen, die macht einen richtig guten Job. Es ist natürlich kein Mountainbike-Niveau, streng genommen, das ist natürlich nicht die Creme de la Creme im Hinblick auf hochwertige Komponenten, aber wie gesagt, gefällt mir ganz gut. Schön auch, dass sich während der Fahrt hier nicht so ein Wippen einstellt, die ist wirklich nicht zu weich. Das Problem gibt es ja häufig, gerade bei den kleineren Bikes, aber hier geht das echt okay. Also auch hier sehen wir eine gute Mischung. Beide Bereiche werden jetzt aber nicht zu 100% bedient, aber wenn man da keine Schwerpunktnutzung in dem einen oder anderen Bereich hat, dann ist das ein echt verdammt guter Kompromiss. Auch finde ich das Design sehr gefällig. Es sieht nicht übertrieben aus, es sieht nicht billig aus und generell gefällt mir die Verarbeitung an diesem E-Bike hier sehr gut. Der Rahmen macht einen sehr stabilen Eindruck, es rattert und klappert dann nichts, lediglich der Motor macht sich akustisch dann und wann auch doch nochmal deutlich bemerkbar. Ein wenig Spiel ergab sich bei mir im verstellbaren Vorbau. Das ist natürlich sehr, sehr gut für die Ergonomie. Wir haben auch ein sehr breites Spektrum an Fahrerinnen und Fahrern, die darauf bequem Platz nehmen können. Aber ja, ich bin damit dann doch mal ein bisschen durchs Gelände gepflügt und dann musste ich den Vorbau das ein oder andere Mal nochmal wirklich ungewöhnlich fest anziehen, damit der im Gelände nicht mehr gemurrt hat. Ich hoffe, da habe ich nun genug Drehmoment verwendet, dass das auch so bleibt. Denn natürlich bin ich mit dem Bike auch mal abseits der befestigten Pfade unterwegs gewesen und es macht echt Spaß und es bietet sich ja auch an. Bei der Federung, bei dem Profil und einem 20 Zöller traut man das ja eigentlich gar nicht so zu, auch wenn wir natürlich keine Downhill Trails damit absolvieren können oder sagen wir mal sollten. Also die Geländegängigkeit ist für alles, was im Alltag auftaucht, eigentlich völlig ausreichend. Wer jetzt denkt, okay, 50% Komfort, 50% Offroad, der liegt aber nicht so ganz richtig, denn im Grunde genommen müssten wir die Anwendungsfälle dritteln, um dem Komoda so richtig gerecht zu werden. Die dritte Kategorie ist, ich würde sie mal Utility nennen. Generell, das Komoda ist belastbar mit bis zu 150 Kilo.
ja, das ist kein fantastischer Wert, dennoch 150 Kilo sind schon eine Menge Holz. Klar, natürlich je nach dem eigenen Körpergewicht, mal mehr, mal weniger. Ich jedenfalls könnte hier noch ordentlich Zuladung unterbringen. Das führt zum zweiten Plus in der Utility-Kategorie, nämlich dem Gepäckträger. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass da einer dabei ist, und auch die Aufmachung ist keine Selbstverständlichkeit. Der ist groß, breit, eben und flach und hat allerhand Streben und Rohre hier und da und schräg und gerade, sprich, da könnt ihr ordentlich was unterbringen. Ganze Boxen und Kisten draufzurren, außen noch eine Tasche dran, und dann transportiert man damit schon ordentlich was weg. Auch hier, wie schon in den anderen beiden Kategorien, bei weitem keine Benchmark. Wir haben hier bei weitem kein Lastenrad, aber wirklich solide und ordentlich, und das macht die inzwischen dritte Kategorie zu einem weiteren Plus dieses E-Bikes. Es mausert sich also immer mehr und sieht ja auch irgendwie so aus zu einer eierlegenden Wollmilchsau. Klar, wer dem jetzt was Böses will, der sagt, ja, dabei kann es jetzt das, das und das, aber nichts davon so richtig gut. Für den Preis von 2200 Euro, finde ich, wird diese Mischung aber ziemlich attraktiv. Denn es ist ja nicht so, dass wir hier nur von Einsatzzwecken sprechen. Es geht ja auch um die Komponenten und vor allem die Fahrleistungen und Eigenschaften. Und lasst uns da mal mit den Bremsen anfangen. Die haben mir sehr gut gefallen. Vorne wie hinten sind wir da mit hydraulischen Zoom-Scheibenbremsen unterwegs. 180 und hinten sogar 230 mm Durchmesser bringen das Cyrusher rasch zum Stehen. Und wenn man da mal richtig scharf in die Eisen geht, dann neigt sich das Teil, taucht vorne ein und man merkt einmal mehr, wie viel die Federung da doch wegarbeitet. Federung, also ein vollgefedertes E-Bike, ist die andere Sache, die ich, wenn wir über den Preis jetzt gesprochen haben, nicht unerwähnt lassen möchte, denn das ist einfach ein Kostenpunkt, den man bedenken sollte für die Gesamtbewertung, der hier bei den Komponenten auch wirklich nochmal hervorzuheben ist. Wie gesagt, das sind alles keine High-Class-Teile, aber so oder so, die kosten ein bisschen Geld, die sind hier untergebracht und die machen wirklich einen guten Job. Geschaltet wird mit einer Shimano, dabei kommt die Tourney zum Einsatz. 7 Gänge an der Zahl bringt die mit, und das ist keine schlechte Lösung, auch wenn es sich ja um eine sehr basic, um eine sehr günstige Lösung handelt. Dementsprechend solide, klappt aber dann auch der Gangwechsel über dieses Schaltinstrument. Ein wenig klobig ist es, aber auch keine Seltenheit, aber davon abgesehen, absolut zweckmäßig. Die Schaltung bringt nämlich die benötigte Bandbreite mit, um die Kadenz nicht ins Unendliche schießen zu lassen. Geschwindigkeiten von 30 km/h, also über die vom Motor unterstützten 25 hinaus, waren dank der flexiblen Übersetzung dann kein Problem mehr und ließen sich noch, ja, mehr oder weniger angenehm von Kadenz und Aufwand her meistern. Apropos Aufwand, es ist ja immer noch ein E-Bike. Wer es mit weniger Anstrengung angehen will, erreicht aber trotzdem mühelos die 25 km/h, denn das Komoda ist ja ein E-Bike und mit einem Hinterradmotor ausgestattet. Der bringt nicht nur die bei uns erlaubten 250 Watt mit, sondern auch ein gigantisches Drehmoment von 80 Newtonmeter, und das ist für einen Hinterradmotor, der die Kraftübertragung sehr direkt regelt, natürlich schon ein krasser Wert. Im Peak steigert der Motor seine Leistung dann auch noch auf 1000 Watt, und das sind Zahlen, die klingen nicht nur unglaublich krass, die schlagen sich auch merklich und direkt in der Performance wieder. Bevor wir da hingehen, hätte ich auch nicht gedacht, für die Größe und für die Bereifung und für das Gewicht, es ist kein Leichtgewicht, dafür lässt sich das Komoda auch noch ziemlich gut ohne Unterstützung fahren. Hätte ich vorher so nicht erwartet. Klar, am Berg kommt man dann an seine Grenzen mit dem Teil, aber nicht uninteressant, das hier auch mal ohne Unterstützung zu fahren. Insgesamt 5 Unterstützungsstufen haben wir hier, und wer in der 5. anfährt, der wird geradezu loskatapultiert. Dadurch, dass der Motor erst nach einer halben bis dreiviertel Pedalumdrehung einsetzt, macht es einen Ruck, auf den man auf jeden Fall vorbereitet sein muss. In Stufe 1 ist das aber total okay. Die Stufen unterscheiden sich in Ansprechverhalten und Höchstgeschwindigkeit. Die 5. ist dabei aber so aggressiv, dass ich meistens ja eher so in der 3. unterwegs war. Man will mit so einem fetten Reifen und bequemen Fahrwerk ja eigentlich auch häufig nur so ein bisschen rumcruisen. Umso überraschter war ich dann aber eben von der Power und der Geschwindigkeit und Gesamtperformance, die der Motor leisten kann. Durch die Stufen navigieren wir uns hier links mit dieser Remote. Das klappt ganz angenehm. Wir können das Licht hier ein- und ausschalten auf einem Extra-Taster, wo wir auch noch eine Hupe finden. Das ist ein hässliches Mitbringsel von asiatischen E-Bikes oder auch amerikanischen. Das ist bei uns eigentlich nicht Usus.
Hier ist einer dabei. Nun ja, schön ist aber, dass dieses Instrument hier, auch da kann man das Kommando geben, das Licht ein- oder auszuschalten an der Remote. Dann passiert aber nichts. Das heißt, wir können uns den Bildschirm abdunkeln, wenn wir das wollen, und können, wenn wir tagsüber mit Licht fahren wollen, auch ohne abgedunkelten Bildschirm fahren. Und das finde ich eine sehr gute Steuerungsmöglichkeit, auch wenn das wahrscheinlich gar nicht so beabsichtigt war. Ja, für all das, für diesen Motor, für diese sehr, sehr helle und schicke LED-Beleuchtung, mit der dieses Bike hier ausgestattet ist, da braucht es dann aber auch schon ordentlich Saft, den sich das Cyrusher natürlich aus dem Akku zieht. Der ist ganz schön elegant hier im Schrägrohr untergebracht und kann abgenommen werden, voll integriert ansonsten, und somit können wir ihn nicht nur im Bike, sondern im Prinzip überall wieder aufladen mit 48 Volt, 14 Ampere Stunden. Bringt ihr uns eine ordentliche Reichweite von, sagen wir mal, bis zu 70 Kilometern ein, dann müssen wir es aber schaffen, auch mal unterhalb der fünften Stufe unterwegs zu sein, was je nach Strecke aber schwierig wird. Nicht nur das Cruisen bringt hier Spaß, sondern das Ding auch einfach mal mit der Peak Performance zu scheuchen und da alles auszureizen. Und das macht das Komoda zu einem total spaßigen, ja fast schon witzigen E-Bike, denn es ist ultra komfortabel, selbst mit meinen 1,90 Meter fand ich es noch passend. Es ist geländegängig, es sieht schick aus und ich kann es auch noch, ja, als einen kleinen Lastenesel benutzen. Hinzu kommt der Motor, der euch relativ sorgenfrei dahingleiten lässt, egal wie steil der Berg ist. Durch die kleinen Reifen liegt es auch aufgrund der Breite wirklich satt auf der Straße, hat einen tollen Schwerpunkt dadurch und es gibt ein bequemes und dennoch sehr sicheres Fahrgefühl ab und es macht großen Spaß, damit rumzufahren. Abgerundet, das wollen wir nicht verschweigen, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, wird die ganze Sache von einem Farbdisplay. Sieht man auch nicht alle Tage. Darauf sehen wir nicht nur die relevanten Fahrdaten wie Geschwindigkeit, Distanz, Odometer und Watt-Output, sondern auch den Akkustand als Piktogramm und in Prozent sowie die jeweilige Unterstützungsstufe, die den Bildschirm dann auch nochmal etwas anders einfärbt. Das fand ich einen sehr gut ablesbaren Eyecatcher. Für mich ist dieses E-Bike hier eine total interessante Kombination, die potenziell einfach sehr, sehr viele Menschen ansprechen könnte. Komfort in der Stadt, Spaß im Gelände, Allzweckwaffe für den Alltag und durch den tiefen Einstieg und tollen Schwerpunkt auch für ältere Semester nicht ausgeschlossen, ohne aber für jüngere Menschen jetzt uncool oder irgendwie spießig auszusehen. Dabei hat es in keiner Kategorie so richtige Schwächen, auch wenn die Stärke sich natürlich über alle Kategorien hinweg verteilt. Besonders gut haben mir der Motor, Display und der Cruiser ja fast mopedhafte Fahrkomfort gefallen. Dazu ein Preis, der mit 2200 Euro auch wirklich attraktiv für das Gebotene ist. Aber wie findet ihr das Komoda? Schreibt mir eure Gedanken oder Fragen dazu doch gerne in die Kommentare und lasst mir ein Abo und ein Like da, wenn euch das Video gefallen oder geholfen hat. Als Abonnent verpasst ihr dann auch kein weiteres Review mehr und seid da immer unter den Ersten, die das mitbekommen, wenn ein neues online geht. Dieses hier ist jetzt vorbei, ich bedanke mich fürs Zuschauen, verabschiede mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.